Was willst du? Eigentlich will ich zu Kalan. Lass mich schlafen. Ich weiß bloß nicht wo. Wie zur Hölle? Mal so als Frage, ist niemand, dass das seine Frau ist? Wenn er jetzt fleischliche Gelüste haben sollte, was ja doch ab und zu mal vorkommt in einer Beziehung, naja. Offene Tür, arschkalt, keine Decke, unglaublich weit getrennte Betten, viel zu schmal, um zu zweit drin zu liegen, geschweige denn in rhythmisch wippenden Bewegungen die Strapazierfähigkeit zu einer Konstruktion auszutesten. Weiß ich nicht. Könnte vielleicht auch eine Erklärung sein, warum die so wenige sind. Aber man sieht ja sowieso nie Kinder in der Gothic-Welt. Ach Mensch, das ist doch hier alles ärgerlich. Ich bin ja fast schon geneigt zu cheaten, aber nein, das war ich nicht. Zumindest nicht im Let's Play hier. Also vielleicht mal abseits der Aufnahme, um zu schauen, wo er steht. Gibt ja hier Cheats, die man in die Konsole eingeben kann, um direkt sich zu NPCs hin zu teleportieren oder sich auch neue einzufügen. Aber das würde ich wirklich bloß abseits der Aufnahme machen, um zu schauen, wo er steht, um dann dahin zu laufen. Hey Mode, alles klar? Wolfgang? Ja, nee, danke. Hier kann man nirgendwo mehr was besprechen. Bist du hier hinten vielleicht? Nee. Ach, Thorald, der muss aber seine Rüstung noch bringen. Hier ist deine Rüstung. Na endlich! Was jetzt? Wenn du willst, werde ich dich begleiten, solange du in Nordmar bist. So, super. Jetzt haben wir in dem Clan, in dem wir sowieso schon alles grün hatten, noch unseren Ruf weiter erhöht. Das bringt uns natürlich wahnsinnig weiter. Ach Mann, ich weiß nicht. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal aus Nordmar weg. Ich bin gerade ein bisschen genervt von dieser Unübersichtlichkeit und so. Wir haben jetzt im Feuerclan auch wirklich nur noch dieses befreie Nordmar offen. Ansonsten hier ist es diese ganze U-Golf-Abteilung und ansonsten ist mit dem Schmelzen. Hier vor allem Druiden-Zeugs. Die Hirsche auf dem Plateau. Achso, das von Hansen, das gehört auch mit dazu, okay. Weißer Hetzer, Säbelzahntiger, ja. Hab ich jetzt keine Lust drauf. Gut, wir gehen nach Gelder. Wo noch sehr, sehr viel offen ist. Dafür, dass nur noch so wenig Ruf fehlt, ist es doch erstaunlich. Na gut, wir ziehen mal um. Geldern müsste das hier sein, genau. Gut, dann müssen wir jetzt mal eine etwas längere Ladezeit wieder in Kauf nehmen, weil wir wieder das Land wechseln. Aber ich hoffe, dass es nicht ganz so lange dauern wird. Ich nehme auf jeden Fall nochmal den letzten Schluck meines Tees, bevor meine Stimme endgültig stirbt. Super. Der letzte Schluck war ein Tropfen. Es schneit in der Myrtana. Okay, es war bloß der Rest der Animation aus nochmal. Aber es ist so schön wieder im Grünen zu sein. Bei sanften Gitarrenklängen. Xardas schickt mich. Ich soll in Erfahrung bringen, wie eure Suche nach den göttlichen Artefakten läuft. Ist das so? Nun, die Schamanen sind natürlich diejenigen, die den Überblick über unsere Ausgrabungen haben. Natürlich. So, dann gehen wir natürlich mal durch zu dem Schamanen hier. Zum Oberschamanen schlechthin. Zu Grog. Das erinnert mich dran, wie wir hier diese blöden Schalen geklaut haben. Oh Gott, das war ja anstrengend. Okay, Grog ist schon mal nicht derjenige, der uns hier weiterhelfen kann. Das ist super. Das sind nur normale Goldpokale, ja. Okay. Das kenne ich schon. Hm.
Die Frage ist, zu welchem Schamanen... Die Zeit zum Reden ist vorbei. Lass dich nicht umbringen. Wo muss ich denn gehen? Mach hier nicht noch mehr Ärger. Uninteressant. Ich hätte eigentlich schon gedacht, dass das Grog ist, der uns hier da weiterhilft. Aber das sieht nicht so aus. Bring mir etwas über alte Magie bei. Probestabkampf, Stabkampf, Stabkampf. Nope. Ja, der draußen sagt, die Schamanen sind natürlich diejenigen, aber der einzige Oberschaman hier, der hilft mir dann nicht weiter. Es sei denn, das soll mich bloß zu Grog hinführen, so ein bisschen. Tja, Ratlosigkeit so ein bisschen. Linke und rechte Hand des Teufels. Ich gucke mal noch so mit, ob es irgendwo noch Quests gibt. Wisst ihr ja, kennt ihr ja. So, aber ich glaube ehrlich gesagt, es sieht eher nicht danach aus. Zeig mir deine Ware. So, hier gibt es natürlich Rüstungen zu kaufen. Burgsöldenrüstung wäre vielleicht eine Idee, die Sperre. Lassen wir aber erstmal. Da fällt mir ein, hier gibt es doch auch noch Schamanenbehausung. Hier vielleicht nicht. War das hier? Ich brauche den richtigen Schlüssel. Ach so. Wo auch immer es dahin geht. Wir reden später. Lass dich nicht umbringen. So, das ist der andere Ausgang. So, ich suche eigentlich gerade nach der Behausung der Schamanen, die in der Mauer im Prinzip ist. Weil ich der Meinung bin, dass dort auch noch ein Schamane war, der einen Namen getragen hat. Das könnte vielleicht hier gewesen sein. Ja, das sieht gut aus. Mach hier nicht noch mehr Ärger. Hier, genau, Grimbol. Der ist es aber auch nicht. Dann wird es jetzt etwas kritisch. Tja. Hauptgöttliches Artefakt von Tredes. Haben wir das noch offen, ja? Ups, schauen wir mal kurz. Gehen wir mal kurz nach unten. So, was macht er denn? Ach ja, ich glaube, das haben wir uns geholt, das Artefakt hier in Tredes. Bin mir aber nicht sicher. Für den Bürgerhaus ist klar das Plan. Für den Feuerkelch, ja, da fehlt uns noch ein Feuerkelch für. Das ist natürlich ärgerlich. Weiß ich nicht, ob wir jemals rausfinden werden, welcher das ist. 11 von 12 haben wir auf jeden Fall. Ich finde, da sind wir doch schon ziemlich weit gekommen. Gut, dann gehen wir mal nach Tredes. Ich muss der Spur zumindest mal nachgehen. So. Aber wie das Zeichen von Tredes aussieht, weiß ich wirklich nicht mehr. Haben wir da überhaupt einen? Halt hier, nein. Kabdun, Monterra. Da das Turm, Feuerclan, Naboclan. Ne, wir haben gar keinen. Dann kann ich das natürlich auch nicht wissen. Warum haben wir keinen Teleportstein für Trilis, ist die Frage. Gut, dann müssen wir mal kurz wandern gehen. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Eine kurze Wanderung durch die mentanischen Wälder. Bei weitaus idyllischerem Ausblick als sonst immer. Das Panorama ist doch jetzt weitaus genussvoller als zuvor. Solange da natürlich keine Ruckler sind. Die stören dann doch etwas. So.
können auch nochmal hier bei den, Waldläufern vorbeischauen. Ob es denn hier noch irgendwas gibt, weiß ich nicht. Sprechen wir mal mit Tom. Nein, bei dem gibt es nichts mehr. Hab ich denn irgendwelche Quests außer Töteturm? Oh, verdammt, jetzt ist mir gerade. Ich muss mal ganz kurz innehalten, weil ich gerade meinen einen Kopfhörer verloren habe. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier. Wiedergefunden, wunderbar. Rinn mit dem Ding. Okay. Bin wieder dabei. So. Trailers. Nee, nicht Trailers. Ich wollte eigentlich hier Geldern. Nemrock ist Artefakt, ist gerade da. Grockel, alle Feuerkelche. Sieben alte Ringe, Alchemisten. Aha. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Gut. Finde das Geheimnis des Druiden Munak. Druidensucht, Trupp der Orks. Helm des Aspaldings. Ah, mobilisiere die Menschen Geldern für uns, Tons Druiden-Sache. Oder töte den Druiden Ton, das könnte man natürlich auch machen. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Bin ich ein bisschen gespalten. Lassen wir das mal. Wir gucken mal lieber hier. Plündere die Burg. Plündere die Höfe. Ach ja, Wack braucht 50.000 Gold für die Assassinen. Stimmt ja, da war ja was. Weiß ich nicht, gebe ich die dem? Eigentlich will ich ja nicht, muss ich sagen. Aber ich glaube, das hing dann mit dem... Genau, deswegen haben wir das noch offen. Wir mussten ihm das Geld bringen. Und dafür gibt er uns das Artefakt. War das nicht so? Oh, sieht doch ganz passabel aus. Dafür, dass das Spiel doch schon etwas älter ist, ist das Wasser doch ganz in Ordnung. So, wir ziehen aber weiter nach Süden in Richtung Trelis, wo wir leider. Oh, wo wir leider ganz offensichtlich keine Teleportrune finden. Traurig, traurig. So, wir gucken nochmal kurz. Ach! Ich laufe irgendwie schon wieder krumm. Aber das ist ja auch nichts Neues. Hast du es bald? Ja. Gut. Ah, was ist denn jetzt los? Jetzt ruckelt es hier aber ganz schön gerade. Ich weiß nicht, was hier das genaue Problem darstellt im Moment. Aber nun ja. Ach, hier ist noch einer. Okay. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum die Musik von neuem anfängt. Wow. Nur mit der einen Attacke haben wir den jetzt umgebracht. Nicht schlecht, Herr Specht. Niemand mehr hier. Ich glaube, wir haben die Orks platt gemacht. Nur eine einsame Kuh grast vor sich hin. Weidet ein wenig. Gut, aber uns zieht es natürlich dorthin zu der etwas maroden Burg. Deren Eingang wir nur noch finden müssen. Da vorne ist es doch. Genau. Hier bei... Wie hieß er denn? Bei dem da halt. Torus, genau. Mensch, ich habe den Namen von Torus vergessen. Ist ja Wahnsinn. So weit ist es schon gekommen. Mit der Zeit werden sie sich alle unterwerfen lassen.